meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Heute ist für mich Videodrehtag, deswegen werdet ihr mich öfters in diesem schönen Grün hier sehen, aber ich passe optisch total zu unserer Blume. Und worum geht's denn heute? Ich habe ein Tausch-Trash-Paket mit der lieben Jenny gemacht und das möchte ich euch heute gerne vorstellen. Und wenn dich das interessiert, schnapp den Kaffee, einen Keks, wie auch immer, oder eine Tüte Popcorn. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Wie ich zu der lieben Jenny gekommen bin. Ich glaube, YouTube hat sie mir mal vorgeschlagen und ganz ehrlich habe ich mir gedacht, alter Schwede, ist die hübsch. Die Haare, diese langen Schneewittchenhaare und so toll geschminkt. Also liebe Jenny, für die Optik, wie die Asenverpackung sozusagen, wie bei einem Verpackungsopfer sozusagen, bist du meine Nummer 1. Also wirklich, du bist eine wunderschöne, hübsche junge Frau. Also ich kann da wirklich nur sagen, top, top, top. So, jetzt haben wir genug geschleimt. Nein, sie ist wirklich auch eine total nette und ich schaue ihre Videos sehr gerne. Ich komme halt meistens nicht dazu, Asche auf mein Haupt. Ich hänge da meistens ein bisschen hinterher. Aber wie gesagt, ich verlinke ihren Kanal da oben mal. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da und dann starten wir einfach mit diesem Päckchen. Wie gesagt, ich hatte in einem Video von ihr von Aveda, glaube ich, war das, gesehen, dass sie Produkte hat, die sie nicht verwendet, also Produktproben. Und ich finde die Firma richtig gut. Das waren Leave-In-Produkte und die haben sehr lange gereicht und die haben meinen Haaren richtig gut getan. Ich werde sie mir auch nachkaufen irgendwann dieses Jahr. Ich brauche da sozusagen immer ein bisschen Erinnerung, weil ich habe natürlich ein bisschen Backup. Und was sie mir geschickt hat, wie gesagt, das möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Also vielen, vielen Dank. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau bei dem einen Produkt, das sage ich euch dann gleich, muss ich dann wieder schmunzeln. Und meine Befürchtung war tatsächlich, wo das Paket kam, oh Gott, hoffentlich hat sie es nicht eingepackt. Weil das ist ja für mich der absolute Horror. Ich packe ja überhaupt nicht gern ein. Für einen Geburtstag okay, aber auch das, wie gesagt, maximal 2 Geschenke. Weihnachten finde ich ganz schlimm. Da muss ich in Etappen einpacken, weil man fängt an und zum Schluss sieht es nicht mehr schön aus. Also, jetzt hole ich mal das Päckchen. Eine Karte hat sie mir auch geschrieben und meine lieben Abonnenten wissen, ich sammle diese Karten. Da muss gar nicht viel drinstehen. Aber sie hat geschrieben, hallo meine Liebe, es freut mich sehr, dass es mit unserem Tauschpaket nun doch geklappt hat. Ich hoffe sehr, dass du was Schönes findest und die Sachen, die dir nicht gefallen, kannst du natürlich gerne weitergeben. Die flüssigen Make-up-Produkte sind übrigens alle neu. Öffne die Luftpolsterpäckchen am besten zuerst, das spart dir Zeit und Nerven. Viele liebe Grüße, bleib gesund meine Liebe, Jenny. Ja, das kann ich dir nur sagen, weil ich habe dich gefühlt nach jedem Päckchen verflucht und habe mir gedacht, gab es da irgendwo Tesafilm im Angebot oder am besten sie hätte es noch mit einem Panzertape zugeklebt. Also ich habe wirklich geflucht, also nur im Positiven. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht mehr zeigen, wie das Päckchen vorher aussah, weil ich war natürlich dann auch neugierig, bin ich ja sonst nicht. Aber das allererste, da musste ich schon so schmunzeln. Ich habe hier nur so ein paar kleine Goodies reingeschmissen. Und zwar von der Firma Katjes. Gummibärle. Ich darf sie zwar momentan nicht essen oder ich könnte vielleicht eine oder zwei essen, aber das Problem ist, wenn du solche Packungen öffnest, die schreien aus dem Schrank, hallo, ich bin schon auf, ich werde schlecht, ich muss gegessen werden. Deswegen lasse ich dieses schöne Schätzchen zu, aber schaut doch mal, es ist rosa und es hat ein Einhorn und es sind auch Einhörner drinne. Ich werde sie sehr gerne verputzen, vielen lieben Dank. Allerdings erst zu einem späteren Zeitraum, wenn ich meine Kilos in die richtige Bahn gelenkt habe, sozusagen. Das nächste Produkt, da freue ich mich auch richtig drüber,
Weil ich hatte die nämlich auch schon und war total begeistert. Ich war zwischendurch tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Ampullen, oh nee. Ich habe sie tatsächlich bei eBay dann auch schon verkauft. Und diese Dalton-Ampullen hatte ich dann, habe ich gedacht, ja Herrgott, zack, jetzt musst du es mal probieren, weil jeder schwärmt davon. Und ja, es waren zwar nicht alle, wie gesagt, von denen gut, also für meinen Geschmack, aber das ist völlig wurscht. Ich werde die drei voller Inbrunst sehr gerne testen und werde sie auch lieben. Kommen wir zum nächsten Produkt und ich habe tatsächlich von BH Cosmetics noch nie ein Produkt gehabt und wir haben hier eine Blush und Highlighter Palette. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so der Fan von Blush und Highlighter Paletten. Ich hatte auch erst überlegt, sie weiterzugeben, allerdings hat der Transport diese eine hier zerstört und deswegen weiß ich nicht, werde ich sie wahrscheinlich doch behalten, weil umverpackungstechnisch finde ich sie schon sehr schön und ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut, gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, ich habe gerne, ich bin ja so Markenjunkie, ich habe gerne so bestimmte Marken da und nachdem ich BH noch gar nicht da habe, werde ich die gerne verwenden. Beim nächsten Produkt muss ich ganz laut loslachen, weil, liebe Jenny, du wirst das gleiche drin haben. Von Wanda Beauty diese Palette. Ich habe sie auch nicht genommen, weil die Farben waren einfach nichts für mich. Und ich habe mir momentan tatsächlich Blush und Bronzer gekauft und deswegen habe ich mir gedacht, kann die weiter. Liebe Jenny, du wirst dieses Produkt, also wird dich verfolgen. Also das hast du in deinem Paket wieder drin. Dann habe ich drin von Gliscor ein Anti-Splisswunder. Das habe ich schon da. Und ich hatte für die Jenny, hatte ich nämlich auch so ein, ich weiß gar nicht, hatte ich Shampoo und die Haarkur habe ich reingemacht. Und wollte ihr noch schreiben, nachdem du immer zwei Produkte brauchst, Shampoo und Spülung oder Shampoo und Kur, tue ich dir nur eins rein. Den Gag habe ich dann aber vergessen und hatte ihr aber dann doch beide Produkte reingetan, was ich ja auch machen wollte. Aber ich wollte so einpacken oder eintüten, dass sie es nicht gleich sieht. Der Gag ist leider in die Hose gegangen, weil vergessen. Aber dieses, ich liebe die Gliscor Produkte. Ich habe tatsächlich noch einige im Backup und werde die auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Bei dem Produkt weiß ich leider nicht so richtig. Ich mag keine Belu-Produkte, bis auf eins. Und zwar hatten wir letztens eine Handcreme drin, einen Handschaum mit Vanille. Und den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Das wird mal an meine Nichten weitergehen. Die lieben sowas. Die ist vier, die eine. Und die wird sich auf jeden Fall freuen. Das nächste Produkt ist von der Firma Vidu. Eine Maske. Ich denke, das ist für die Haare. Genau, das werde ich auf jeden Fall testen. Kenne ich gar nicht die Firma, sagt mir überhaupt nichts. Ich liebe Haarprodukte, also das tust du halt nach der Haarwäsche reinmachen, 5 Minuten einwirken und dann ausspülen. Ich liebe so Masken, werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Ich hätte sie mir am liebsten abgeschnitten, die Haare, weil ich habe im 14 Tagen Termin. Aber ich brauche für nächstes Jahr einfach mindestens noch 5 cm, also muss ich durchhalten bis nächstes Jahr und dann kann ich sie immer noch abschneiden. Das nächste Produkt ist rein verpackungstechnisch voll meins. Seht ihr das? Richtig schön. Und zwar mir von XX Revolution ein Highlighter. Finde ich richtig toll. Und auch die Farbe voll meins. Gefällt mir richtig gut. Werde ich auf jeden Fall, schaut's mal, Wahnsinn, oder? Da sieht man es zwar jetzt nicht so, aber gefällt mir richtig gut. Ist auf jeden Fall meine Farbe und wird bei mir bleiben. Bei dem nächsten Produkt, da habe ich gedacht, und zwar von Milani gab es mal eine Palette. Ich werde sie auch aufmachen, weil ich werde sie behalten, weil ich freue mich darüber, freue mich wirklich darüber. Und zwar liebe ich doch dieses Grün und dieses Gold und ich habe heute auch Grün drauf. Ich habe heute die Sleek Palette drauf und irgendjemand hatte diese Palette mal in irgendeiner Box und haben mir gedacht, oh, die gefällt mir so gut. Ihr seht, das T-Shirt ist auch gleich, also ich liebe diese Farben, deswegen werde ich diese Palette sehr gern verwenden. Ich mag die Größe nicht so gern, aber nachdem die Farben drin sind, die mir gefallen, scheiß den Hund drauf. So, dann haben wir ein Honigserum. Und ich liebe ja Serum. Ich zeige euch das mal. Ich glaube, das ist so eine Art Gesichtsserum mit Öl. Und sie mag ja nicht so gerne Ölprodukte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Honig mag. Riechen wir mal dran, riechen wir nichts.
Ich finde, das riecht nach nichts. Aber das werden wir mal testen. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus. Ich mag sowas. Das hat so ein bisschen Oldschool-Style. Sowas mag ich auch sehr gern. Werde ich auch dieses sehr gerne testen. Es wird tatsächlich gar nicht viel weiter wandern. Und ich habe da unten schon zwei Produkte gesehen, wo ich schier an die Decke gegangen bin. In positivem Sinne. Eine Maske ist dabei von Garnier, die Nutri-Bomb. Ich meine, die liebe Jenny mag ja die Garnier-Masken sehr gerne, obwohl ich glaube, Tuchmasken waren nicht so deins. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Garnier-Masken mag ich auch. Top-Produkt wird auch bei mir bleiben. Und dann haben wir die zwei Übeltäter, weswegen ich eigentlich mit ihr Kontakt aufgenommen hatte, passend zu meinem T-Shirt. Also es gehört zu mir, von Aveda Botanical Repair Leave-In. Ich finde die richtig gut. Wie gesagt, auf der Webseite, die sind nicht günstig, aber ich schwöre auf die, wenn die alle da alle sind, werde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen, weil du brauchst nicht viel und das tut meinen Haaren gut, sie duften gut und ja, das hat... Ich tendiere jetzt mittlerweile wirklich dazu, dass ich sage, wenn ich Produkte habe, die mir wirklich gut gefallen, dann bleibe ich dabei. Ich habe ja dazu auch schon von Skin Natur, von Biowohlen und von Aaron Videos gedreht. Und wie gesagt, das sind so meine Sachen, wo ich jetzt ein bisschen hingehe mittlerweile und wo ich dann auch dabei bleiben werde. Das nächste Produkt habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich ist da ein Pinsel drin. Dann habe ich geschaut, man sieht gar nichts. Und ich kannte die Umverpackung auch nicht. Bin nicht so der Typ, der was einwickelt. Aber wir haben hier von BH Cosmetic Pinsel. Hallo! Auch von BH Cosmetics habe ich noch keine Pinsel. Die Farben sind total meins. Ich mag solche senfgelben Farben. Ich habe tatsächlich auch so eine Handtasche und ich liebe das. Also finde ich richtig toll. Ich habe ja schon mal euch meine Pinsel gezeigt. Ich habe tatsächlich hauptsächlich Pinsel oder sagen wir mal zu 90% nur aus den Boxen. Und deswegen, wenn ich da mal so ein schönes Schätzchen habe, finde ich das richtig toll. Und dann kommen wir wieder zu diesem Senfgelb. Ich finde das so toll. Also richtig meine Farben. Ich liebe das und ja, werde es auf jeden Fall verwenden. Vielleicht werde ich das in meine Handtasche tun. Und ich habe ja gerne, also meine Handtasche ist ja ein, sagen wir mal, ein Koffer und keine Handtasche. Ich könnte mit meiner Handtasche das Land verlassen und hätte alles dabei. Gut, mein Partner und meine Katzen vielleicht nicht und den Hund. Aber gerade so Medikamente, Pässe und sowas tue ich ganz gerne in der Handtasche aufbewahren. Und diese ist jetzt ein bisschen größer wie die, die ich bisher habe. Deswegen werde ich das sehr gerne da reinstopfen. Und hier sind natürlich auch Produkte drin, wo ich noch nicht geschaut habe, was da drin ist. Das machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Und zwar haben wir jetzt allererstes ein Parfüm. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, wie mir der Duft gefallen hat. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe einen Duftdiffuser, wo ich auch Parfüms reinsprühen kann. Und wenn mir der jetzt nicht gefallen würde, würde ich den natürlich dann einmachen. So, dann haben wir als nächstes, den habe ich tatsächlich auch schon in eine Verlosungskiste getan. Und zwar von Firma Thies, ein Lipgloss. Ich habe ihn auch nicht behalten, weil, wie gesagt, ich so viele habe und das Problem ist, die halten ja auch nicht ewig. Die Farbe ist wirklich richtig schön, aber ich kann halt auch nicht so horten. Ich habe schon mehr als genug, aber finde ich toll, dass sie mir das reingemacht hat. Über das nächste Produkt freue ich mich am meisten. Er ist rosa und er ist von BH Cosmetics. Also liebe Jenny, vielen lieben Dank. Nur allein wegen dem Pinsel und der Tasche hat sich für mich die Box gelohnt. Ich freue mich da mega drüber. Also ihr müsst doch mal sagen, die Farben sind wirklich toll, toll, toll. Was haben wir denn hier? Okay, Plump Lips, 7 Kapseln. Okay. Ich werde es mal testen. Ich hatte erst gedacht, dass das, also das sind so Kapseln, die du dir auf die Lippen machst. Wenn das jetzt so eine Lippenmaske wäre, hätte ich das nicht drauf machen können. Aber diese Kapseln, das schmiert man sich halt auf die Lippen, lässt einwirken. Das finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Im Normalfall brauche ich keine Lippenmasken. Dann haben wir von MAC einen Lippenstift und ach, schaut euch doch mal diese Umverpackung an. Und ich hoffe jetzt mal, was das für eine Farbe ist. Oh, schön. Voll meine Farbe. Also auch hier Top-Produkt. Und die Größe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wiederhole mich halt immer, richtig gut. Wir haben noch 4 Produkte und zwar von Illamasq ein Setting Spray. Das hatte ich schon, fand es gut, habe es sehr gerne verwendet. Also auch voll meins und meins geht tatsächlich gerade leer, deswegen passt das ganz gut. Dann haben wir von Banana Beauty ein Lip Liner. Finde ich gut,
Farbe passt. Und dann haben wir noch von Revoir de Look auch noch mal einen Lip Liner. Finde ich gut, also die kaufe ich mir tatsächlich auch eher selten und wenn die in den Boxen sind, dann verwende ich die richtig gerne. Dann haben wir von Hey Honey, oh, das finde ich richtig gut, eine Detox-Maske. Hey Honey ist auch eine meiner Marken, die ich sehr gerne verwende. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Dann haben wir von NYX einen Lippenstift, der wird mal weitergehen, weil das ist ein Ton, der mir tatsächlich zu hell erscheint und deswegen werde ich den nicht öffnen. Aber diese Art von Lippenstiften mag ich sehr gerne. Und dann haben wir die letzten zwei Produkte. Und zwar von Acqua di Parma nochmal eine Handcreme. Und die sind schön gelb. Das passt dann so top in die Handtasche. Ich fahre vorher auf dieses Gelb momentan, aber es ist richtig schlimm. Und dann haben wir von MAC Beauty ein Lip Tint. Das geht mal weiter, weil sowas mag ich gar nicht gern. Habe ich schon mal testet, habe es für nicht gut für mich empfunden. Aber wie gesagt, Tasche ist leer, ich freue mich mega. Wie gesagt, schaut bei der lieben Jenny mal vorbei, was ich ihr geschickt habe. Ich habe natürlich ein bisschen geschummelt, weil hinterher ist mir noch eingefallen, es waren gar keine hochpreisigen Sachen drin, halt so Alltagsgeschichten. Also ich habe ihr dann noch geschrieben, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass sie enttäuscht ist, weil das ist immer die Gefahr, dass natürlich, man sagt so und so viele Teile, aber den Wert kannst du ja wirklich teilweise gar nicht so genau machen, weil das eine Produkt ist günstiger, das andere ist hochpreisiger. Ich finde immer die Überraschung oder den Überraschungseffekt finde ich immer sehr schön. Man knüpft neue Kontakte, wo man immer mal wieder vielleicht Kontakt hat und einfach ein nettes Miteinander, ohne den anderen irgendwie neidvoll gegenüberzustehen. Das finde ich wichtig bei allen Kanälen. Also seid lieb zueinander und jetzt mache ich einfach mit meinem Videodrehtag weiter. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Nachmittag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Eure Heike.